So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect. Ja, im letzten Teil immer noch stehen geblieben hier, jetzt mittlerweile auf der Rift Station. Und wir bekommen der Bedrohung der Aliens und der Matriarchen anscheinend näher. Und da halten wir uns jetzt gerade hier mit einem Hauptmann, der versucht hier die Stellung zu halten und quetschen ihn noch ein wenig über diese ganze Station aus. Erzählen Sie mir von den Verteidigungseinrichtungen hier. Sicher genug, dass Sie nicht überall rumschnüffeln sollten. Hey, sei mal nicht so unfreundlich zu uns, ja? Wir sind immerhin schmeichelhaft und nett zu dir. Mich hat einfach Ihr Vorgehen beeindruckt. Eine Woche lang Angriffen standzuhalten, ist alles andere als ein Zuckerschlecken. Nur die Besten werden Hochsicherheitseinrichtungen wie dieser hier zugewiesen. Was mich am meisten beeindruckt, sind die Geschütztürme, Alarmanlagen und Kameras. Sie werden alle zentral in der Nähe des Quarantänelabors gesteuert. Ein Einzelner kann die gesamte Einrichtung abriegeln. Das Sicherheitszentrum ist der letzte logische Rückzugspunkt, wobei wir den ganzen Weg bis dahin von den Geschütztürmen geschützt würden. Ja, es scheint also ziemlich abgesichert zu sein und trotzdem wurde sie überrannt. Was für eine Art von Forschung wird hier betrieben? Keine Ahnung. Muss ich auch nicht wissen. Und solange die Leute nicht sterben, ist es auch nicht mein Problem. Na gut, da hat er vielleicht recht. Man muss nicht alles hinterfragen. Was können Sie mir über die Aliens sagen? Fragen Sie Dr. Olar. Er ist der Einzige, der aus dem Sicherheitslabor entkommen konnte. Und er ist der einzige Volus hier. Alles klar. Werden wir tun. Dankeschön. Ich habe noch zu tun. Ja, ich höre die... Verdammt! Alle Mann ausschwärmen! Erledigen wir sie! Na toll. Da unterhält man sich gerade noch nett. Und kurz danach steckt man wieder in einem dicken Gemetzel gegen diese ekligen Drecksviecher. Kaputt. Alle Ziele neutralisiert. So. Seid ihr jetzt ebenfalls von uns beeindruckt? Danke für die Hilfe. Alle paar Stunden kommt eine Gruppe durch den Bahntunnel. Es ist besser geworden, seit wir den Aufzug stillgelegt haben. Ist doch kein Ding. Ich tue, was ich kann. Ich weiß auch nicht, warum die immer wieder gegen unsere Verteidigungsanlagen rennen. Selbst Tiere sollten doch lernen, ihre Nase nicht dahin zu stecken, wo es wehtut. Naja, vielleicht gibt es dafür irgendeinen triftigen Grund. Oder sie sind einfach wirklich dumm. Man weiß es nicht. Okay, der Kollege will nicht mal mit uns reden. Aber was ist mit dem Turianer hier? Auch nicht. Ich könnte töten für eine P204. Einfach nur den Abzug ziehen und dann zapp! Und schon hat man einen ganzen Gang voll frisch gerösteter Insekten. Okay, doch. Er ist ein Waffenliebhaber. Anscheinend. Na, okay. Dann gehen wir mal weiter. Er hat uns ja im letzten Teil auch irgendwie so eine Schlüsselkarte gegeben für irgendeinen Zugangsbereich. Wo der genau ist, weiß ich jetzt leider aus dem Kopf nicht. Aber wir laufen einfach mal die Wege ab. Dann kann ja eigentlich nichts schief gehen. So. Wo führt uns das denn jetzt hier hin? Ach, du Heilige. Noch mehr Menschen und Turianer. Ah ja, okay. Ich guck mal kurz auf die Karte. Gut. Was haben wir denn da? Da sollen wir hin? Da waren wir doch eben. Ich habe die Karte, ich habe das Ding da nicht hingesetzt. Okay, da hinten geht's auch noch weiter. Ja, wir müssen uns einfach mal umgucken und ein bisschen durchfragen und durchlaufen. Woher kamen die? Waren die im Labor? Ich war noch nie im Hochsicherheitsbereich. Sie wollen doch wohl nicht ins Sicherheitslabor, oder? Doch, das war unser Ziel. Wo geht's denn hier hin? Na, das sieht aus wie Schlafstätten. Hi, Kumpel. Ja, mal rein. Gucken wir mal, ob wir da irgendwas finden. Zum Beispiel einen Spind, den wir nicht öffnen können. Und noch einen Spind, den wir nicht öffnen können. Ach, es ist schon ärgerlich, sowas, aber gut. Was soll man machen? So. Okay, hier haben wir noch... Aha. Noch einen Weg. Wo führt der uns denn hin? Ah, der führt uns ja. Ich glaube, wir reden erstmal mit den Leuten, bevor wir uns jetzt hier weitergehen. Der Typ meint ja, wir sollen mit einem Professor reden, der anscheinend auch der einzige Volus ist, der hier rumläuft. Nur sehen wir noch keinen. Das hier ist ein Elkor. Volus sind diese kleinen Viecher mit den Gasmasken, falls ihr euch daran erinnert. Aber hier haben wir ein Liara-Verschnitt. Ey, ich habe jetzt gerade echt den Namen von der Rasse vergessen. Das gibt's doch gar nicht. Und die hat sogar einen Namen. Das heißt, die wird wohl irgendwie wichtig sein. Was?
oder auch einfach nur arrogant. Erzählen Sie mir von sich. Ich bin Alestia Yalis von der Universität zu Aurais. Möchten Sie was Bestimmtes wissen? Oder soll ich einfach irgendwas erzählen? Warum sind die so angepisst? Es gibt keinen Grund, so unhöflich zu sein. Sie unterbrechen meine Meditation. Wie unhöflich muss ich sein, damit Sie endlich verschwinden? Ach, wir sind hartnäckig. Da musst du dich ein bisschen mehr ins Zeug legen. Kennen Sie Matriarchin Benesia? Warum fragen Sie mich das und nicht Ihre Freundin? Weil ich nichts über die Matriarchin weiß. Und warum sollte ich das? Weil wir dich nicht drum bitten und sie heißen übrigens Azari. Kennt ihr das, wenn man so kurze Aussätze hat und einfach sich nicht mehr dran erinnern kann? Naja. Gehören Sie zu einem der Wissenschaftsteams? Ja, ich wurde kürzlich versetzt. Boah, immer kurze, knackige Antworten. Na, haken wir halt noch ein bisschen nach. Was machen Sie hier? Molekulargenetik. Ich habe mich auf biotisch erweiterte, allelespezifische Hybridisierung spezialisiert. Und jetzt nochmal auf Deutsch? Das war mir ein bisschen zu technisch. Ich bin sehr gut darin, vererbte Variationen in genetischen Sequenzen aufzuspüren. Sicherlich wäre Ihnen das viel zu langweilig. Wahrscheinlich, ja. Sie scheint die Situation weniger zu beunruhigen als die anderen. Das gehört zu den Vorzügen meiner Meditation, die Sie eben unterbrochen haben. Ja, ist ja okay, wir gehen schon wieder. Das wäre vorerst alles. Dann kann ich endlich weiter meditieren. Mann, sind die alle so unhöflich? Die Wissenschaftler kotzen sich aus. Man sollte sie zum Verrecken hier lassen. Ist sowieso alles ihre Schuld. Der ist aber nicht gut gelaunt. Oh, vielleicht haben sie ja Insektenspray. Und schlechte Witze macht er auch noch. Haben Sie mal eine Zigarette? Uns sind hier die Kippen ausgegangen. Tut mir leid, ich rauche nicht. Sowohl im Spiel als auch nicht. Dr. Parlon, aha. Guten Tag. Was? Nein! Tut mir leid. Ich habe seit dem Angriff nicht viel geschlafen. Brauchen Sie etwas? Ja, ein paar Fragen. Wie zum Beispiel Benesia. Ich suche eine Azari. Azari? Tja, da gibt es Dr. Yalis. Und da gibt es noch unseren Gast, Lady Benesia. Captain Ventralis müsste wissen, wo sie ist. Ja gut, das hat er uns ja gesagt. Wie schlagen Sie sich? Es wäre wohl kleinlich, sich zu beschweren, wenn man gerade mit dem Gehirn eines Mitarbeiters bespritzt wurde. Seit dem Angriff hat keiner hier genug Schlaf bekommen. Natürlich haben nicht alle von uns Waffen. Also sehr schlimm. Das heißt, wir müssten mal ein bisschen aufräumen hier. Was für eine Arbeit erledigen Sie hier? Darf ich aufgrund einer Vertraulichkeitsvereinbarung nicht sagen. Und ich würde meinen Job gern behalten, wenn wir überleben. Die Umgebung ist fürchterlich, aber die Bezahlung ist besser als in jedem anderen Labor. Trotzdem würde ich hier nicht arbeiten, wenn so ein Mist passiert. Gefällt es Ihnen nicht bei Gipfel 15? Es existiert hier keine Außenwelt. Nur Wände aus Eis und Fels. Es gibt nur die Arbeit, die Entdeckungen. Man vergisst zu schnell, dass Wissenschaft und Ethik zusammengehören. Vielleicht bezahlen wir jetzt dafür. Das mag sein. Was wissen Sie über das Sicherheitslabor? Nichts. Ich habe woanders gearbeitet. Soweit ich weiß, ist Han Ola der einzige Überlebende. Und genau den suchen wir. Wo ist er denn? Ist er auf der Krankenstation? Nein, er ist im Quartier des Wissenschaftsteams. Seien Sie nicht zu hart mit ihm. Er hat eine Menge durchgemacht. Ja, mal sehen. Überlass das lieber uns. Was genau machen Sie denn hier? Ich bin Toxikologe. Ich kann nicht über meine Arbeit reden. Nicht, dass ich seit dem Unfall was getan hätte. Aha, was für ein Unfall? Ist er etwa an allem schuld? Es hat hier einen Unfall gegeben? Ich kann nicht darüber reden, was passiert ist. Nicht hier. Zu öffentlich. Gehen Sie zur Krankenstation und reden Sie mit Dr. Cohn. Er war der Projektleiter. Ja gut, machen wir. Trotzdem vielen Dank. Wir reden später weiter. Denken Sie daran, alle verdächtigen Geräusche zu melden. Nein. Das mache ich ganz entschieden nicht. So, hier haben wir noch einen Elkor, den Pitozzi oder Pitozzi. Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Unsicher. Ich heiße Sie willkommen. Vorsichtig. Ich möchte meine Neugier stillen und fragen, was Sie hier machen. Was wohl? Na gut, na komm, wir rücken direkt mit der Wahrheit raus. Ich wurde geschickt, um eine Azari-Materialchen zu finden. Überrascht. Ich sage, dass kürzlich eine hier war. Verstohlen. Gerüchte besagen, sie sei zum Sicherheitslabor gegangen. Freudig. Ich kann behaupten, noch einen begrenzten Teil meiner Ausrüstung zum Verkauf anbieten zu können. Ah, er ist also ein Händler. Dann, ja. Soll uns mal zeigen, was er hat? Leider.
Ein Großteil meines Bestands ist von Captain Ventralis beschlagnahmt worden. Na gut. Kann man nichts machen. Ah, wir haben aber auch wieder ordentlich Geld. Habe ich schon wieder vergessen, dass wir so viel haben. Ah, hier gibt's ein paar... Ja, ein paar Rüstungen, aber ich weiß halt nicht genau, wie die Rüstungen der anderen jetzt sind. Dann gebe ich nachher voll viel Geld aus. Das können wir mitnehmen. Und dann, ja. Nee, ich glaube Rüstungen, da verlasse ich mich eher darauf, was ich finde. Aber trotzdem danke. So, jetzt muss ich mir mal kurz einen Überblick verschaffen über die Karte. So, Wachunterkünfte. Da waren wir schon drin. Da kommen wir her. So, wohin geht's hier? Fahrstuhl zum Quarantänelabor. Okay. Hier geht's anscheinend noch runter. Jetzt Sicherheit, Sicherheit. Und wo kommt man hier hin? Zum Sicherheitslabor. Okay, also der Weg geradeaus, beziehungsweise hinten der letzte Gang, ist der Gang, wo wir hin müssen. Dann würde ich sagen, laufe ich jetzt erstmal runter und gucke, was da ist und gehe dann danach da rein und dann machen wir uns auf den Weg zu den Sicherheitslaboren. Okay, hier kommt man zu den Krankenstationen. Dann gehen wir doch mal gucken, was uns da so erwartet. So, hallo? Halte durch! Ich weiß, an meiner Stelle hättest du längst ein Heilmittel. Okay, viele Verletzte, viele Kranke und ein Doktor. Interessante Gespräche, oder? Anscheinend, ja. Okay, sprechen wir mal mit dem Doktor. Was? Was wollen Sie? Was ist mit dem los? Wurden Sie von den Aliens angegriffen? Sie wurden mit einem Toxin vergiftet. Es hat einen Unfall gegeben. Ich habe eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterschrieben. Ich sollte das nicht mit jemandem diskutieren, der nicht zur Firma gehört. Aber wir sind Inspektor, wir sind awesome und wir können helfen. Aber Sie sollten mit mir reden, denn ich kann Ihnen vielleicht helfen. Ich hoffe, der Firma ist unser Leben wichtiger als ein paar Geheimnisse. Kennen Sie Mira, die virtuelle Intelligenz für Gipfel 15? Sie verwaltet die Sicherheitsprotokolle für unsere Experimente hier. Natürlich, nur wegen uns läuft sie wieder. Wir haben sie auf unserem Weg durch die Central Station reaktiviert. Sie waren das? Vielen Dank. Die automatische Ausrüstung funktioniert nämlich nur, wenn sie online ist. Mitten in einem Experiment verloren wir die Verbindung zu Mira und die Quarantäne versagte. Diese drei hier wurden einem Toxin ausgesetzt. Etwas, an dem wir gearbeitet haben. Ja, halte ich mal nicht so vage. Ich verstehe Ihre Sorge, aber ich muss die Details wissen. Was Sie mir erzählen, wird diesen Raum nicht verlassen. Es ist eine Biowaffe, basierend auf einer exotischen Lebensform, die im Grenzgebiet entdeckt wurde. Sie wollten etwas, das die Kreatur töten kann. Aber mit etwas, das eine Spezies im Grenzgebiet tötet, ließ sich kein Geld machen. Wir arbeiteten weiter daran, passten sie an, damit sie auch auf andere Spezies wirkte. Toros B ist zwar hoch ansteckend, kann aber nicht von einer Person zur anderen weitergegeben werden. Wie ein Angriff mit einer Biowaffe, nur ohne anschließende Pandemie. Glauben Sie, dass diese Unterscheidung die Sache ethischer macht? Militär, Regierungen, sie alle bekommen diese Art von Waffen, so oder so. Wir betreiben hier Schadensbegrenzung. Ich weiß, dass Sie das nicht so sehen. Na super. Das sehe ich wirklich nicht so. Dann geht's wieder nur um blöde Waffen. Ah. Es gibt einen Grund, dass laut Citadel-Konventionen Biowaffen verboten sind, Doc. Ich habe nicht erwartet, dass Sie es verstehen. Unsere Aufzeichnungen und Ausrüstung sind im Quarantänelabor eingeschlossen. Captain Ventralis will keine weitere Kontamination riskieren. Okay, da waren wir noch nicht. Da können wir aber auch noch hingehen. Ist es gerechtfertigt, dass keiner rein darf? Nein, das Toxin hat nur eine kurze Lebensfähigkeit. Danach zerfällt es in simple Eiweißketten. Aber er will ja nicht auf mich hören. Aber vielleicht auf mich. Ich werde mal mit ihm reden. Vielleicht kann ich ihn überzeugen, es mich versuchen zu lassen. Ich kann Sie nicht offiziell darum bitten, aber wenn Sie etwas tun können, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Okay, gut, dann können wir noch ein bisschen aushorchen. Fragen wir nochmal, wie wir Ihnen helfen können. Ich weiß nicht, ob dann wieder eine gleiche Antwort kommt. Was ist nötig, um das Heilmittel für diese Leute zu holen? Die Quarantänelabore sind in der Nähe der Quartiere des Wissenschaftsteams. Sobald Sie drin sind, sehen Sie sich nach Aufzeichnungen um. Es geht nur darum, unsere Prozesse nachzuverfolgen. Naja, gut, das klingt ja einfach. Wie schlägt sich das Wissenschaftsteam? Besser als Ventralis Wachen. Sie sind seit dem ersten Angriff kampfbereit. Ich habe Ihnen auf Ihren Wunsch Stims verabreicht. Trotzdem muss jede Spezies mal schlafen. Sie werden nervös, irrational.
Das heißt, uns bleibt nicht wirklich viel Zeit. Sind Sie der Doktor hier? Ich bin ein Doktor, nicht der Doktor. Mein Spezialgebiet ist die Mikrobiologie, nicht Erste Hilfe. Wir hatten einen Arzt, Dr. Saleh. Er ist tot. Wir haben ihn verloren. Die Apparate können einfache Behandlungen durchführen. Mira bedient sie. Sag's doch ruhig, er ist tot. Also wo ist das Problem? Das wird uns nicht wundern. Wir reden später weiter. Ich hoffe, Sie können etwas tun. Werden wir sehen. Okay, das ist jetzt quasi nur so eine kleine Nebenmission, die wir uns noch aufgehalst haben, aber die sollten wir ja quasi auf dem Weg zur Hauptmission erledigen können. Das heißt, wir gehen jetzt als nächstes erstmal in die Quarantänelabore. Ich hoffe, das geht und ich muss nicht vorher noch wieder mit dem Captain Ventralis reden, dann muss ich nämlich immer hin und her laufen. Das heißt, das hier ist unser nächster Weg. Den werden wir immer erst im nächsten Part beschreiten, weil wir haben keine Zeit mehr. Deswegen war es das erstmal für Let's Play Mass Effect und im nächsten Teil geht es dann weiter, würde ich sagen. Also bis dann. Ciao.